Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, wir begrüßen Sie herzlich. Wir sind damit sehr zufrieden, dass wir wieder mit Ihnen getroffen haben. Also Vertreter unserer Partei in Europa, Herr Beyhan Yıldırım und Chairman, Vorsitzende unserer Partei in Berlin, Herr Emre Ünver. Wir begrüßen zusammen Sie herzlich. Ich komme gleich vom hochrangigen Treffen der Kommunistischen Partei China im Dialog mit den politischen Parteien der Welt in Peking. Aus der Türkei waren an dem Treffen unsere Vatanpartei und die Regierungspartei AKP eingeladen. Dieses Treffen hat belegt, wieder einmal, dass wir in eine neue Epoche und in eine neue Zivilisation eingetreten sind. Unsere Welt befindet sich jetzt in der neuen Epoche. Atlantische Zeit repräsentiert die Vergangenheit und wir sind im eurasischen Zeitalter. Die Behauptung der Vereinigten Staaten, einziger Herr der Welt zu sein, ist bankrott gegangen. Die Realität der multipolaren Welt ist jetzt auf der Agenda der Menschheit. Eurasien heißt Europa und Asien. Staaten und Völker Eurasiens bestimmen die Zukunft der Welt. Das Produktionszentrum der Welt ist bereits in Eurasien. In der politischen Ebene haben das Wort die eurasischen Mächte. Die Innovationspotenziale befinden sich in Eurasien. Humanitäre Ideale sind auch in Eurasien. Die eurasische Epoche ist verschieden vom atlantischen Hegemonismus, Casino-Kapitalismus, Neoliberalismus und extremistischen Individualismus. Die eurasische Epoche bedeutet eine neue Zivilisation der Unabhängigkeit der Staaten, der Produktionswirtschaft, der gemischten Ökonomie, der Umverteilung, der verteilten Wohlstands, des Säkularismus und des Friedens. Die Türkei und Deutschland spielen die wichtigen Rolle in der neuen Epoche. Im Kampf für neue Zukunft sehen wir unter heutigen Bedingungen drei Fronten besonders. Die erste Front der Menschheit ist Westasien. Die Türkei, Syrien, der Irak, der Iran und Russland haben den Versuch der Vereinigten Staaten zur Gründung für ein sogenanntes Kurdistan bzw. zweites Israel durch Waffen beseitigt. Jetzt sind die westasiatischen Staaten Waffenbrüder für den regionalen und globalen Frieden geworden. Die zweite Front ist in der ökonomischen Ebene der Beitrag von China und Indien zur Entwicklung der Weltökonomie in jedem Jahr beträgt 58%. Das heißt, die asiatischen Ökonomien sind Lokomotiven der Weltökonomie. Die dritte Front ist die Herausforderung von Deutschland und Frankreich gegen die Hegemonie der Vereinigten Staaten in Europa. Die dritte Front in Europa. Im Großen und Ganzen sind die Türkei und Deutschland an vorderster Front der Menschheit für Unabhängigkeit, Sicherheit, Frieden, Entwicklung und Wohlstand. Verschiedene Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland haben keine Basis mehr. Jenseits der Freundschaft geht es um die strategische Partnerschaft unserer Länder. Deutschland ist drittgrößter Wirtschaftspartner der Türkei. Starkes Deutschland ist
im Interesse der Türkei. Eine Türkei, die von separatistischen und fundamentalistischen Terrorakten befreit ist, ist zugunsten Deutschlands. Die Sicherheit Deutschlands beginnt von der Türkei und die Sicherheit der Türkei beginnt von Deutschland. Wenn die Vereinigten Staaten Erfolg hätten mit der Gründung des Kurdistans, dann würden die USA die Energiequellen Deutschlands beherrschen. Das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zum dritten Mal entschieden, dass die Ereignisse von 1915 nicht in der Kategorie des Holocaust betrachtet werden können. Die Entscheidungen des EGMR am 17.12.13 und am 15.10.15 und zuletzt einstimmig am 28.11.17 eröffnet die neue Seite für deutsch-türkische Partnerschaft. Aus diesem Grund ist die türkische Öffentlichkeit in der Hoffnung, dass der Bundestag ihre völkerrechtswidrige Armenien-Resolution zu revidieren. Wie der Regierungssprecher Herr Stefan Seibert zutreffend es deklariert hat, dürfen über den Genozid nur die zuständigen Gerichte entscheiden. Keine Genozidentscheidung vom Gericht über die Ereignisse von 1915 bedeutet, dass es kein Genozid gibt. Wir sind damit zufrieden, dass die Regierung, die Presse sowie die Öffentlichkeit in Deutschland die Abhängigkeit der Terrororganisation PKK zu den Vereinigten Staaten festgestellt hat. Die terroristischen Instrumente der USA, wie zum Beispiel die PKK, der IS, die Gulenisten bedrohen nicht nur die westasiatischen Länder, sondern auch Deutschland und Europa. Neue eurasische Epoche öffnet die neuen Horizonte für die türkisch-deutschen Beziehungen. Diese Beziehungen sollen nur als strategische Partnerschaft definiert werden. Die Regierungen der Türkei und Deutschland tragen die Verantwortung, diesen neuen Prozess zu verstehen und das Notwendige auszuüben. Vatan Partisi ist im Bewusstsein, dass die Türkei und Deutschland unter den bestimmten Akteuren der neuen Epoche sind. In diesem Zusammenhang bestrebt sich Vatan Partisi konsequent für die deutsch-türkische Partnerschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich begrüße freundschaftlich das deutsche Volk vom Herzen. Dankeschön.